Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farm Manager 2021. Wir sind mitten in der Kampagne und kämpfen uns hier durch die Aufgaben durch. Momentan haben wir ein bisschen das Problem, oder ich das Problem, dass wir eine ganze Menge Geld im Monat brauchen. Mehr als ich dachte. Und jetzt fehlen uns hier wahrscheinlich wieder Leute, oder? Reicht einer? Müssen wir die Prio wieder hochsetzen. Da setzen wir sie runter. Weil dieses, das ist nun wirklich völlig uninteressant. Ich brauche die Leute hier. So, gerade mal niesen müssen. Sehr gut, da können wir arbeiten. Oh, und da brennt es. Bitte löschen. Sonst haben wir ein kleines, aber feines Problem. Ich verkaufe derweil mal. Wenn wir wieder Geld brauchen. Ziegenmilch kann auch verkauft werden. So. Jetzt müssten wir das hier nämlich renovieren für 3000. Feld geerntet. Ja, vielleicht haben wir Glück. Können wir nochmal 10.000 verkaufen. Immer noch 8.000 im Minus. Mist. Mist, Mist, Mist. Gucken wir mal noch wieder. Wolle, Ziegenmilch, Kuhmilch, Erdbeeren. Immer noch 4.000 im Minus. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Was fehlt da? Mittel gegen Unkraut. Ach so, ja. Haha. Kein Geld. Das ist gerade das Problem. So, jetzt sollten sie zumindest Unkrautmittel kaufen können. Oder muss ich das kaufen? Sonst haben sie immer selbsttätig gekauft, ne? Aber hier muss ich halt erstmal ein bisschen Geld machen. Das gibt nicht viel. Immer noch 5.000 von verkaufen. Da kann man noch mal 10.000 verkaufen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld gemacht. Jetzt kann ich das hier renovieren. So. Hier fehlt es an Schafsmilch. So, hier geht's auch weiter, sehr gut.
fast keinen Mist mehr. Schade. Dann muss ich anfangen, das umzustellen. Das mal wieder vermehrt Kunstdünger verwenden. Weil vielleicht mache ich das dann eher hier. Weil hier wird oft gestreut. Und bei denen auch mal. Beim Rest reicht es vielleicht. Wir haben 9000 plus. Halleluja. Das ist der Wasserwagen, okay. Was sagen unsere Maschinen? Könnte ich renovieren? Sollte ich vielleicht auch, solange der E hier rumsteht? Money, money, money. Schafsmilch doch nicht, ha? Ziegenmilch, Kuhmilch. So. Den renovieren wir mal. Traktoren, die müssen halt laufen. Die müssen laufen. Der ist auch schon wieder so teuer. Da fehlen Leute und Maschinen. Und wahrscheinlich Geld. Gibt das 380.000 muss ich einnehmen. Ja, und so langsam kommen halt die laufenden Kosten, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. So langsam kommen halt auch so die Kosten für Reparaturen und solche Späße. Das ein bisschen das Problem. Haben wir Feld geerntet, bla bla bla, okay. Den müssten wir eigentlich auch. Sonst gehen die halt mal kaputt. So, zum Glück können wir immer noch wieder kräftig verkaufen. Da kann ich auch nochmal 5000. So. Oh, die haben auch nochmal angesät. Das heißt, da kriegen wir auch nochmal eine Ladung. Knapp, aber könnte hinhauen. Immer noch 5 Tage, dann gibt es wieder Heu, das sind noch 38 Tage, okay. Da fehlt Futter. Warum? Häcksel, Häcksel fehlen, okay. Häcksel fehlen, die können wir kaufen. Ich die hier? Hier, ne? Häcksel.
Da haben wir Häcksel. Kaufen wir mal 2000. Sudele. Oh, wir haben bald wieder den ersten. Kann ich noch wieder verkaufen? Nein, die Schafsmilch nicht, die brauchen wir. Aber die Dinge. So. ...60.000 brauchen wir insgesamt. Anfang des Jahres, Anfang des Monats. Das heißt, wir gehen gleich nochmal ordentlich ins Minus. Neues Tier. Okay. Ah, ja, sehr schön. Da wächst auch. Der nimmt auch wieder zu, der Mist. Sehr gut. So muss das sein. 29. Da können wir nochmal ein bisschen was verkaufen. So. Viel kriegen wir dafür ja nicht, ne? Ah, da wird Gras wieder gemäht, sehr gut. Ja, jetzt geht gleich wieder richtig eine Abbuchung drauf. Gucken wir mal, ob wir noch wieder ein bisschen was verkaufen können. So, 45. Zumindest mal nicht verkehrt. Neues Tier im Ziegenstall, sehr schön. Mal wieder 8 von 10. 9 von 10, da können wir bald auch nochmal wieder ein paar von verkaufen. Ah, das kann auch, ja, 30 Tage dauert es noch. Das sind auch noch ein paar Tage. Plopp. Ja, Geld wurde abgebucht, aber ja, sind das nur um die 50, ja, noch knappe 60. Gucken wir mal, dass wir wieder was verkauft kriegen. Schafsmilch natürlich nicht. Kuhmilch. Haben wir wieder Minus, aber das kriegen wir in den Griff. Und vielleicht haben wir ja auch, muss der den dann noch ver... Den noch nicht. Den müssen wir noch reparieren. Ich könnte hiervon eines verkaufen, ne? Haben wir A wieder Platz auf den Parkplätzen. Und B... eins weniger, was wir reparieren müssen. Ich habe eh nur einen Drescher. Da macht das durchaus Sinn, dass wir das verkaufen. So, wie sieht es eigentlich mit Karotten aus? 5 Tage, dann kriegen wir da auch welche, okay. Tadam, tadam, tadam. Kriegen wir nur. Da können wir auch nochmal wieder 15.000 verkaufen. So, sind wir aber zumindest wieder im Plus. Nicht viel, aber etwas. Und vielleicht haben wir Glück und es brennt nichts und geht nichts kaputt und tralala. So, dass wir auch mal langsam dran denken können, dass wir wieder Geld verdienen. Das wäre ja auch kein Fehler.
5. Was war das für eine Nachricht? Feld geerntet. Himbeeren, okay. Himbeeren wurden geerntet. Wir könnten den Trecker hier reparieren. So, der ist nämlich, glaube ich, ziemlich auf jeden Fall. Können wir vielleicht direkt. Das brauchen wir alles noch nicht. Von 79 können wir. Da haben wir jetzt kein Geld mehr. So, kann aber auch wieder verkaufen. Ah, wir haben Karotten, die kann ich verfüttern. Schafsmilch brauchen wir. Kuhmilch. Sehr schön. So, dann können wir den Flug auch gerade mal. Dann hatten wir die Sämaschine, war es noch. Reparieren wir uns gerade mal so durch die Maschinen durch. Zumindest die, die jetzt nicht so teuer sind. Der hier ist natürlich mit über 50.000. So ein Drescher ist teuer, muss ich sagen. Sehr teuer. 10 von 10, da können wir wieder paar verkaufen. Achso, ich wollte hier die Möhren verfüttern. Häcksel können wir auch noch dazu tun. Dass sie bestes Futterangebot haben. So. Was haben wir da? Kann ich eigentlich die Gewächshäuser aufrüsten? In dem alten, also in der alten, also der 2018er Version war es, glaube ich, da konnte man das. Da konnte ich dann automatisch bewässern und also Bewässerungsanlagen und so Dinge kaufen. Und zumindest hier im Tutorial, also in der Kampagne scheine ich es nicht zu können. Und wir müssen wieder verkaufen. Gurkensamen nicht. Himbeeren. Schafskäse. Ziegenmilch. Sehr schön, der wird auch wieder mehr. Auch wieder ein Brief. Feld geerntet. Wir haben Herbst, Zeit der Ernte. Hol die Feldfrüchte ein und führe die abschließenden Arbeiten auf den Feldern durch, bevor der Frost einsetzt. Ja, da brauchen wir auch nicht mehr lange. 11 Tage noch. Da haben wir noch 16. 9 Tage. 62 Tage, okay. Okay. So, Schafsmilch kriegen wir auf jeden Fall offenbar jetzt genug zusammen. Man braucht auch ordentlich Schafe. Das soll ja auch nicht das Problem sein, ne? Weizen, Soja und Erbsen. Erbsen könnte ich eigentlich auch noch anbauen, ne?
Wäre auch noch eine Überlegung. Haben wir wieder zwei Nachrichten. Gewächshaus. Erlaubt es in Zukunft zum Wasser zu vergrößern? Machen wir sowas hier vielleicht, dass sie da schneller drankommen. Für 500 können wir uns das mal leisten. Brauchen sie vielleicht nicht so weit zu laufen zum Bewässern? Ich weiß es nicht. Nur eine Überlegung. Jawohl, 5 Tage noch. 10 Tage, 3 Tage. Achso, der Kampf vor dem da, okay. Produktion passt. Nichts, was wir reparieren müssen, das ist gut. Haben wir bald wieder Monatsende. Gucken wir mal, was wir alles verkauft kriegen. So. Reicht nicht, um nicht ins Minus zu rutschen, glaube ich. Jetzt kriegen wir nochmal Futterrüben dazu. Zack, und 15.000 ins Minus. Ja, also 55.000 sind es ungefähr, die wir brauchen pro Monat. Allein an Betriebskosten. Natürlich schon eine Hausnummer, ne? So, neues Tier im Ziegenstall, sehr schön. Ich guck mal, ob ich jetzt wieder genug habe, was ich verkaufen kann. Da können wir mal 10.000 von verkaufen. So, sind wir zumindest wieder im Plus. Ja, der muss auch noch repariert werden mit über 50.000 Geld. Neues Tier, kleiner Hof 6. Schafstall 1, Schafstall 2. Schafstall 3. Schafstall 4. Und Schafstall 5. So. Dann weiß ich mal zumindest eher, wo hier was passiert. Wenn Schafe geboren werden, dann können die hier auch wieder arbeiten. Sehr gut. Da haben wir Weizen. Und Gras wird auch wieder gemäht. Sehr schön. Tadam, tadam, tadam. Da können wir mal 10.000 von verkaufen. So.
Ah, kriegen wir ein bisschen Geld zusammen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, da kriegen wir auch gleich noch Stroh. Können wir auch noch verkaufen. Brauchen wir nämlich auch nicht so viel von. Ja, das Problem ist der hier, ne? 61.000 kostet das inzwischen. Neues Tier, Feld geerntet. Jo, passt. Oh, kommt ganz ordentlich was zusammen. Da kommt schon ordentlich was zusammen. Ist gedüngt. Ich meine, ich habe die auch nochmal ansäen, aber ich hoffe mal nicht. Sieht auch nicht so aus, ja. Schaut nicht so aus, sehr gut. Ja, spannend wird es, wenn wir das Ganze dann demnächst über die Gewächshäuser jetzt im Winter dann finanzieren müssen. Hm. Ich würde durchaus auch noch einen zweiten Industriebetrieb holen. Aber der kostet halt auch so viel Geld. Geld, das ich nicht habe. Weizen brauche ich. Da können wir nochmal wieder 5.000 von verkaufen. Und da würde ich auch mal 8.000 von verkaufen. So. Das sieht doch gut aus. Feld geerntet Erdbeeren, okay. Da gibt es nochmal Heu. ...380.000 brauche ich für das Gebäude, für die angeforderte Obstverarbeitung. Frage, ob ich noch irgendwie ein Obstfeld oder sowas machen sollte. Hm. Das ist die große Frage. Tadam, tadam, tadam. Hm. Was haben wir hier? Zu niedrige Luftfeuchtigkeit. Ja, 380.000 kostet so ein Ding. Das Geld muss man erstmal zusammen haben, ne? Das muss man erst einmal zusammenkriegen. So, da können wir nochmal 15.000 verkaufen. Passt. Ja, 66 haben wir, dann kommen wir zumindest mal diesen Monat nicht ins Minus. Und den ignoriere ich gerade einfach dezent. Weil jetzt haben wir dann... könnte klappen. Aber ich fürchte fast nicht. Gucken wir mal. Da haben
wir noch 30 Tage, dann noch 25. Wäre natürlich schön, wenn es noch funktioniert. Aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ehrlich gesagt. Leute und Maschinen fehlen. Ach so, Feldspritze. Die Feldspritze. So, wir haben bald wieder Monatsende. Gucken wir, was ich noch verkaufen kann. Die Schafsmilch nicht. Ja. Den würde ich einerseits gerne reparieren und andererseits kann es mir momentan einfach nicht leisten. Wobei, da muss jetzt auch einmal noch ran, da nämlich, und dann ist fertig. Mehr muss er nicht tun. Gebäude verbessern. Das kann ich verbessern. Aber das hier nicht, ne? Hm. 30.10. Gleich kommt die große Abbuchung. Die ganz große Abbuchung. So, und ich sage aber auch erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.